Hallo, liebe Freunde des gepflegten Dino-Spielspaßes und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution mit dem Dr. Who DLC. So, wir verlegen ihn mal hier rüber und fangen dann an, hier jetzt uns die Raptoren reinzuholen. Ich hoffe, dass die sich hier hinten nicht so sehr aufhalten, sondern dass die wirklich in den Bereich dann hingehen, damit wir dann hier oben auch wieder zumachen. Erstmal wird der abgeholt, jetzt gucke ich mal nach, was die Raptoren kosten. Raptor kostet einer 370.000. Das wird natürlich jetzt teurer Spaß, denn tatsächlich müssen wir da einiges an Geld erstmal sammeln. Warum diese Gastzufriedenheit? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, warum die Leute so rumspacken. Wir waren ja schon mal bei über 60%, was jetzt das Problem ist. Die Sternebewertung gibt da jetzt auch nicht wirklich Aufschluss drüber, weil hier eigentlich alles ganz gut ist. Geringe Kapazität, ne? Okay, ja, aber Ranger. So, wir haben gerade einen Dino. Verstanden. Kein Problem. Kranker Dino. Können wir eventuell auch kranke... Also, haben wir was gegen... Ja, gegen zum Forschen? No. Dadurch, dass das Isla Muerta Ost ist, vermute ich mal, dass ich den Auftrag hier zum Beispiel nicht erfüllen kann, weil der zu Isla Muerta gehört. Das wäre zum Beispiel der Baryonyx. Dafür müssten wir den Sicherheitstypen auf relativ hoch bringen. Ja. Produkt wurde transportiert. Gar nicht mal so einfach. Und vom Geld her ist es jetzt auch kein Selbstläufer aktuell. Ich hoffe, der Dino steckt jetzt niemanden an. Die haben immer noch keine Gruppe gebildet, ne? Das ist interessant. Die haben keinen Chef. Kein Dude. Was ist mit ihm hier? Er ist krank. Könntest du ihn bitte heilen? Bestätigt. Er ist immer noch krank. So, wir sind bei fast 600.000. Das reicht schon nicht mal für zwei Raptoren. Fünf Raptoren wären schon ganz gut. So, was macht er denn jetzt hier? Macht er was? Keine infizierten Dinosaurier. Naja, perfekt. Alle infizierten Dinos sind weg. Jetzt sind wir bei 54%. 58, krass. Geringe Kapazität, das heißt aber auch, dass wir ein Hotel brauchen, ne? Hm. Und das Hotel war wieder so riesig groß. Das könnten wir vielleicht dahin bauen. Was kostet das Hotel? 750.000. Ja, Geld! Also man merkt es schon, Geld ist nicht so easy, wie man denkt. So. Habe ich den Eindruck, das haben sie ein bisschen verschärft. So, jetzt haben wir genug Geld für ein Hotel. Passt das hier überhaupt rein? Nee, passt es nicht. Dann müssen wir nämlich tatsächlich... Kein Strom. Oh, was ist los? Hä? Ach, ich glaube, ich weiß warum. Weil, okay, Hotel. Terrainbeschränkung, oh, wie ich es hasse. Direkt wieder pleite. So.
Dann erhöhen wir erstmal die Kapazität. Vielleicht verändert das ja auch was an, an der Gastzufriedenheit. Und das hier gefällt mir noch nicht so sehr. Vor allem werden wir die Wege hier auch nicht vergrößern können. Obwohl, wenn wir das hier abreißen, eventuell. Aber das hier wird Panne. Wir müssten dann hier irgendwie durchgehen. Dann müsste man das... nicht ganz optimal. So, der Regen ist gleich vorbei. Sehr gut. Das Hotel ist eröffnet. Jetzt müsste ja eigentlich, dass die geringe... Ja, hier, Anlagenbewertung. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. 5 Sterne. Oh, was kommt jetzt? Ich brauche ein paar neue Dinosaurier. Sie brauchen Arbeit, oder etwa nicht? Sieht nach einem Wink des Schicksals aus. Was sagen Sie? Ausbrüten und im selben Gehege freilassen. Strutius, Edmonto, Coryto. Stellen Sie sicher, dass jeder Dinosaurier in einer sicheren Gehege untergebracht ist. Ja, was nun, im selben oder in einem? Ja, ich hoffe, dass die Strutius, die wir bereits haben, schon mit reinzählen. Genau das wollte ich hören. Die Unterhaltungsabteilung ist schließlich die spannendste von allen. Hab ich recht oder hab ich recht? Auf jeden Fall können wir da das Gehege hier dafür verwenden. Was ist auf jeden Fall was Längerfristiges? Okay, folgendes. Ich suche nach 3 Dinosaurier-Spezies. Sorgen Sie ruhig für Abwechslung. Dann werden wir Sie ein wenig aufpeppen. Bessere Dinos, bessere Shows, mehr zahlende Kunden. Sie kennen das Spielchen. Isaac möchte also qualitativ hochwertigere Dinosaurier als Exponate, hä? Davon hätten wir wohl alle etwas. Der Aufwand wäre wahrscheinlich gerechtfertigt. Aber nun ja, ich werde etwas Zeit brauchen. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Zumindest wirkt es erstmal so, dass es kein Problem wäre. Dann vergrößern wir das Gehege auf jeden Fall schon mal. Vorher würde ich aber gerne erstmal den Wald hier abreißen. Damit ich mehr sehe, was ich baue. So, okay. Grundsätzlich klingt das auf jeden Fall nach einer machbaren Mission. So, der Weg. Können wir eine Beobachtungsstation da andersrum? Ja, können wir. Und dann vielleicht noch direkt eine daneben für den Bereich. Das wäre schon mal ganz gut. Dann nehmen wir hier ein bisschen Wasser weg. Setzen dafür hier nochmal Wasser hin und können eigentlich schon mal anfangen, das hier abzureißen.
Weg nicht verbunden. Ja, entspann dich doch mal. Ansonsten die Beobachtungsstation. Wie ich dieses Wort hasse, Terrainbeschränkung. So. Damit wir auch eine super Abdeckung haben. Okay. Die Strutzios mit 12er Bewertung scheint da ja also nicht reinzuzählen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal anfangen, weitere Strutzios auszubrüten. Was ich davor aber mal mache, ist, dass ich... wir brauchen ja nur eine 12er Bewertung, hat er gesagt. Dementsprechend würde ich jetzt hier zum Beispiel... Was haben wir ihm hier reingegeben? Intuitives Lernen, dass wir ihm das wieder wegnehmen. Erhöht auch die Lebensfähigkeit um einiges. Was ist, wenn wir ihm das hier wegnehmen? Kommen wir auf 13. Und damit können wir nämlich auch getrosterweise die Erfolgsrate hier wieder rausnehmen. Können wir noch einen Brut... Ja, sehr gut. So, und dann können wir nämlich jetzt mal anfangen... Struzio. Struzio. Und... Hallo, bin ich blöd? Struzio. In der Zwischenzeit würde ich davon aber gerne welche verkaufen. Was bist du? Struzio. Einverstanden. Einfach mal zwei Stück verkaufen, weil wir brauchen da ja nicht so viele. Zumal wir ja 8 Stück erstmal holen sollen. Und die sind sogar schon da. Gottes Willen geht das schnell. Da warte ich erstmal, bis die ACU jetzt wieder frei ist. Beziehungsweise können wir ACU Planung, Treffsicherheit und damit die ein bisschen effektiver arbeitet. So, verkaufen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Haben wir schon wieder einen weiteren? Ja, der liegt dort. Okay. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Dann freilassen. 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 Aufgabe erhalten. Kommt schon der nächste. Verstanden. Und der dritte ist auch schon da. Jeder sagt, sie hätten immer alles im Griff. Keine Gäste von Fleischfressern. Dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein, richtig? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Produkt wurde eingesammelt. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, die können freigelassen werden. Und das genau das brauchen wir. Ranger Team. Gut gemacht. Reagiere auf Nachschubanfrage. Bestätige Aufgabe. Da liegen doch noch mehr. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Wie geht's denn hier denn diesen Bestand? Wir müssen halt ein bisschen auf den Bestand gucken. Ich glaube, das wird die Herausforderung dabei werden. Jetzt wird's hier ein ganz schönes Durcheinander.
weitere Aufgabe fest. So, die werden alle abgeholt. Kommt der nächste, den wir in die Liste reinpacken können? Anfrage bestätigt. Ja, hier hinten liegt noch einer. Produkt wird transportiert. Beginne Produkttransport. Da liegt auch noch einer. Produkt wird eingesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt schon genug haben. Ich glaube nicht. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Ja, super. Das bringt uns natürlich jetzt gerade ein bisschen in die Probleme, dass wir jetzt keine Fleischfresser ausbrüten können. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Aber gut, das müssen wir jetzt erstmal da hinten anstellen. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wie viel Strutzius wir schon haben. Produkttransport wird durchgeführt. Verstanden. So, die werden alle transportiert. Ich glaube, es fehlt noch mindestens einer. Zum Glück gehen die so schnell. So, wie geht's denen denn hier? Können wir gleich mal gucken. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tiere satt sind. Ja, entspann dich. Oh, der ist tatsächlich nichts geworden. Transportiere Produkte. Stromausfall. Füge Aufgabe hinzu. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Haben wir noch mehr hier rumliegen? Nope. Zustellung wurde abgeschlossen. Haben wir im Moment so ein Problem mit dem Strom eigentlich nicht. So, hier wird der nächste ausgebrütet. Das geht echt schnell bei denen. So. Da ist ein Gebäude kaputt. Ja, einer fehlt noch. Der wird hier gerade noch betäubt. Jetzt. So, 4 Edmontosaurus mit 28er Bewertung. Dann gucken wir uns doch mal hier die Edmontos an. Welche sind denn das nochmal? Hier, er hier. Die hat eine 23er Bewertung. Was hat er, haben sie gesagt? 28er Bewertung. Okay, das sollte kein Problem sein. Leider wissen wir im Moment auch noch nichts über die, obwohl wir die ja schon mal ausgebrütet haben. Das ist ein bisschen Panne. So, 28er Bewertung. Ich glaube, da wird es ausreichen, wenn wir bei denen die... das Aussehen ändern, wollte ich gerade sagen. Dank Ihnen sehe ich hier überall glückliche Gesichter. Gute Arbeit. Mhm. Lebenserwartung, was können wir denn da machen? Ja, was ist das? Effizientes Blut. Okay. Da haben wir die 28er Bewertung. Und fangen einfach mal an, die Jungs auszubrüten. So, der Sturm ist weg. Wir lassen die Schutzräume wieder schließen. Hier wird jetzt der letzte Struzio gebracht. Das sieht sehr gut aus. Wir gucken mal auf die Karte. Ich glaube, wir müssen das Gehege sogar noch weiter vergrößern. Wie ist es bei denen jetzt hier? Die sind schon am... Ja. Mit denen kriegen wir Probleme. Mit denen kriegen wir massive Probleme.
Ein Teller kann nie so voll sein, dass nichts mehr drauf passt, finden Sie nicht auch? Also, warum sehen Sie sich diesen neuen Auftrag nicht an? Leute, gebt mir doch bitte Aufträge, die ich auch machen kann. Ich habe aktuell keine Genome, die ich auf 60% bringen kann, weil ich einfach keine keine Fossilienplätze habe. Sorry. Den muss ich leider ablehnen, den Auftrag. Das nützt ja nichts, aber so ist es halt nun mal. Was ist? Futterstation muss aufgefüllt werden, okay. Was ist, wenn ich das Gehege jetzt hier noch weiter vergrößere? Komme ich da eventuell in die Position, dass... Also, dass die da vom Bestand her nicht so rumspacken? So, gucken wir uns doch mal die Leute an hier. Bestand. Naja, das bringt gar nichts. Das ist also ein generelles Ding. Das heißt, wir müssten die verlegen. Na, pass mal auf. Das ist doch ganz einfach. Das ist easy going. Hallo? So. Und jetzt... Halt, dafür müssen wir... Hallo? So. Und dann... Geht kein durchgängiger Zaun. So. Dann bauen wir jetzt hier noch einen Weg. Wir bauen da noch ein Fossilienscheiß hin, damit die das irgendwie toll finden da. Terrainbeschränkung. Ich hasse euch. Okay, und dann müssen wir jetzt erstmal 1, 2, 3. Verlegen wir die einfach. Ist ja easy going, können wir ja machen. Einfach in das Gehege hier. Da sind sie halt alleine, aber wir können das Gehege für unseren Plan besser nutzen. Das finden die jetzt generell bestimmt nicht so geil. Aber was soll's. Gut, darum kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen. Eure Tipps in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Jurassic World Evolution mit dem Dr. Who DLC. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.